Hallo, hallo. Anstehen mit einem neuen Video, heute aus St. Petersburg in Russland. Ich behaupte jetzt mal, dass so gut wie jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mal eine Art Lebenskrise haben wird. Es ist nicht unbedingt schön, aber es ist fast unmöglich im Leben, alles Negative zu vermeiden oder eben auch Krisen zu vermeiden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir generell lernen, besser mit einer Krise umzugehen, weil, wie schon gesagt, es wahrscheinlich unmöglich ist, sie zu vermeiden. Ich habe in meinem Leben, ich würde mal sagen, drei größere Lebenskrisen gehabt. Die erste war, als ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt habe. Und 10 Monate lang konnte ich diese Frau nicht vergessen, habe jeden Tag an sie gedacht. Mir ging es richtig dreckig und teilweise hatte ich das Gefühl, ich habe eine Depression. Die zweite größere Krise hatte ich, als ich gegen Ende von meinem Bachelorstudium gemerkt habe, ich möchte kein Ingenieur werden und daraufhin knapp ein Jahr komplett verloren war und überhaupt nicht wusste, was ich mit meinem Leben anstellen sollte. Das Problem, dass Menschen nicht wissen, was sie beruflich machen sollen, betrifft ja immer mehr junge Leute, ist mittlerweile auch als Quarterlife Crisis bekannt. Hier blende ich dir mal einen Artikel ein, ich habe darüber geschrieben, vielleicht betrifft es dich ja gerade. Und die dritte große Lebenskrise war vor einigen Jahren, als ich ein bisschen aus dem Nichts Panikattacken hatte und zum Teil tagelang nur rumlag und dachte, ich werde nie wieder normal sein und werde den Rest meines Lebens von diesen Panikattacken heimgesucht werden. Und schrecklicher Moment in meinem Leben. Alles andere als schön. Es gibt verschiedene Dinge, die dabei helfen können, besser mit einer Krise umzugehen. Auch hier blende ich dir mal kurz in Artikel ein, wo ich auf verschiedene Punkte eingehe. Aber in diesem Video möchte ich dir das erklären, was mir am allermeisten dabei geholfen hat, mit Krisen umzugehen. Was du tun kannst, wenn du in einer Krise steckst, ist dich zu fragen, was dir die Krise gerade sagen möchte. Das heißt, versuche in deiner Krise einen Sinn zu sehen. Denn wenn du einen Sinn siehst, wirst du das Ganze mehr als eine Art Herausforderung sehen und wirst, auch wenn es dir schwerfällt, irgendwas Positives an der Krise finden können. Und genau das hilft einem oftmals enorm, besser mit der Krise umzugehen. Als ich zum Beispiel diese Panikattacken hatte, was bis jetzt die wirklich schlimmste Lebenskrise war, habe ich mich immer wieder gefragt, was möchten mir diese Krisen gerade sagen? Und dadurch bin ich eben mehr und mehr darauf gekommen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt einfach oftmals zu hart zu mir selbst war. Ja? Dass ich sehr, sehr strikt zu mir war, dass ich unbedingt dieses machen muss, dieses erreichen sollte. Ja? Und dieser Druck hat dann eben dazu geführt, dass ich irgendwann diese Panikattacken hatte. Diese Seite an mir, diese sehr, sehr harte Seite, hatte auch was Gutes. Dadurch habe ich zum Teil sehr, sehr viel erreicht oder ich habe auch eine sehr, sehr gute Disziplin. Aber es war eben zu viel Härte. Und indem ich mich dann eben gefragt habe, was möchte mir diese Panikattacke sagen, habe ich eben gemerkt, okay, ich sollte lernen, sanfter zu mir zu sein, mehr zu entspannen, mehr loszulassen. Und das habe ich dann auch über die Zeit hinweg getan. Und das Interessante ist, dass es auch Menschen, die mich kennen, gemerkt haben. Ja, ich habe vor einiger Zeit auf einer großen Konferenz gesprochen und dort waren Zuschauer, die hatten mich auch schon auf einer Konferenz von vor 2 Jahren gesehen, bevor ich die Panikattacken hatte. Und die meinten, hey Anshu, du bist irgendwie weicher geworden, aber auf eine positive Art und Weise. Und ich meine, ja. Stimmt, ich bin sozusagen weicher geworden und auch empathischer. Ja? Ich kann jetzt besser mitfühlen, wenn jemand sagt, dass ihm irgendetwas zu viel ist, dass er gerade nicht weiter weiß, dass er gerade eine Lebenskrise hat. Und das ist all das, was ich aus dieser einen Lebenskrise gelernt habe. Und deshalb möchte ich dir raten, frage dich, was möchte dir eine Krise gerade sagen? Und es kann zum Teil sehr, sehr schwer sein, an einer Krise etwas Positives zu sehen oder auch einen Sinn darin zu finden. Ich meine, was für einen Sinn hat es, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Was für einen Sinn hat es, wenn wir unter einer unheimlich schweren Krankheit leiden? Ja?
Aber selbst hier, vielleicht ergibt es logisch keinen Sinn. Aber vielleicht kannst du trotzdem irgendeine Art von Sinn in dem Ganzen für dich heraussuchen. Ja? Vielleicht der Sinn darin, mehr das Positive zu schätzen, was du jetzt in deinem Leben hast. Oder einen Sinn darin zu sehen, dass es im Leben keine Sicherheit gibt und dass es oftmals darum geht, loszulassen, ja, und nicht versuchen, das Leben zu kontrollieren. Also, es gibt verschiedene Tipps, die dabei helfen können, eine Lebenskrise zu überwinden. Okay? Aber was mir bis jetzt immer am meisten geholfen hat, ist wirklich versuchen, in der Krise einen Sinn zu finden. Selbst wenn es auf den ersten Anblick sehr, sehr schwer ist oder wenn dieser Sinn, ich sage jetzt mal, nichts Logisches ist. Ja? Und vielleicht hilft es auch dir weiter. Probiere es aus. Ich hoffe, es hilft dir weiter. Und auf jeden Fall wünsche ich dir viel, viel, viel Kraft in deiner Krise. Und mach dir bewusst, dass auch diese Krise irgendwann irgendwie vorübergehen wird. Falls du noch mehr von mir zu dem Thema Bewältigung von Krisen oder Umgang mit Ängsten und schwierigen Gefühlen erfahren möchtest, ich habe einen kostenlosen Ratgeber geschrieben, der heißt Innere Stärke, und du kannst dir den Ratgeber auf meiner Webseite kostenlos herunterladen. Hier oben blende ich dir den Link ein, du klickst drauf, kommst auf meine Webseite, gibst kurz deine E-Mail-Adresse ein und ich schicke dir den Ratgeber kostenlos zu. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, der Tipp und dieses Video hilft dir weiter. Und wie schon gesagt, ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.